Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Atas und Michael Burgstaller. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder zusammen mit dem Michael das Webinar veranstalten dürfen. Und heute hat er das Thema alles, was man über den B-Web wissen muss. Und für alle, für den das Thema neu ist, wird er sicherlich gleich auch nochmal erfahren, was B-Web im Detail bedeutet, aber ich will nichts vorwegnehmen. Ich freue mich, dass Sie heute Abend live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Und wie immer schauen wir uns erstmal den Risikohinweis an. Bevor ich tatsächlich hier was dazu sage, möchte ich natürlich auch mich kurz vorstellen, falls der eine oder andere neu dabei ist. Also mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXWebs und ja, bin gespannt, was wir heute alles über den B-Web erfahren werden. Aber wie gesagt, Risikohinweis ist wichtig, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Wirklich sehr, sehr wichtig an der Stelle. Gut, dann übergebe ich den Bildschirm, wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Und wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Schau mal, dass du das Fragefenster offen hast. Bis später. Einen wunderschönen guten Abend. Kann man mich hören und sehen? Das ist ganz wichtig. Dein Bevor wir Desktop wird hier. übertragen und du bist gut zu hören. Perfekt, perfekt. Wie bei allen Webinaren, die was wir da jetzt machen bei FX Flat, ist es immer so, weil ich doch schon wieder neue Gesichter sehe und ganz viel Stammgäste, sage ich jetzt einmal, ist es so, dass ich zuerst Fragen, die voriges Mal aufgetreten sind oder per E-Mail zugeschickt wurden, beantwortet. Dann ganz kurz neue Features zeige und dann direkt auf das Thema V-Web gehe. Das sollte interaktiv sein, sollten Fragen auftauchen rund um Atlas oder die Tools, versuche ich diese besten Wissens und Gewissens zu beantworten. Und ich versuche das wieder ganz einfach und leicht zu behandeln, das Thema, so dass es auch jeder versteht. Also wir werden das jetzt nicht hochmathematisch angehen, das Ganze. Ja, dann lass uns einmal starten. Für alle Interessenten, die Atlas schon haben, ihr habt, glaube ich, vor 2 oder 3 Tagen ein Update bekommen. Sollte nun jeder das Copy Trading Modul haben, das schneide ich nur ganz kurz an, weil auch per E-Mail die Frage gekommen ist, wie geht denn das jetzt? Copy Trading wird unter Umständen noch umbenannt von uns, ja, weil es doch zu Verwechslungen kommen kann, ja, mit anderen Services, und das möchten wir nicht. Nichtsdestotrotz, dieses Modul ist da, um eure Accounts auf andere Accounts zu spiegeln. Das heißt, wenn ihr handelt auf euren Hauptaccount, könnt ihr hier eine Gruppe erstellen. Ich mache das jetzt mit meinem Demo-Account schnell, damit wir das Thema schnell durch haben. Ich wähle den Hauptaccount aus und wähle die Unteraccounts aus, auf die gehandelt werden sollte. Ja, kann ich da zwei reingeben, meine 3 Demo-Accounts. Auf einem handle ich und auf die anderen werden sämtliche Orders und Positionen übernommen. Und das ist im Prinzip schon der ganze Hokuspokus. Du kannst hier noch das Verhältnis einstellen, wenn ich zum Beispiel auf einem Mini-Account handle, ja, und ich möchte, dass auf diesem Konto doppelt so viel ausgeführt wird wie auf dem, kann ich das hier im Verhältnis auch noch einstellen. Das heißt, die Gruppe erstelle ich, ja, mit meinem Master-Account und meinen Follower-Accounts, schalte die auf Play, und dann macht Atlas automatisch im Hintergrund, wenn ich eben auf diesem Konto handle, wird es auf den anderen Konten gespiegelt. Somit ist es möglich. Ich glaube, wir sind unlimitiert, eine unlimitierte Anzahl an Konten gleichzeitig zu handeln und ist eigentlich ein Ersatz für die Portfoliogruppe. Ihr kennt es vielleicht, der eine oder andere. Es gibt in Atlas noch ein Feature, das nennt sich Portfoliogruppe. Das ist ein Beta-Test-Feature gewesen und hier kann ich auch Konten verknüpfen. Hier haben wir das Kundenfeedback während dieser Beta-Testphase im Prinzip hergenommen, dass wir dieses Tool, diesen Copy-Trading, ja, dieses Modul, dass wir das bauen haben können, und alles, was an Feedback gekommen ist, haben wir da einfließen lassen zu dem ganzen Thema. Was dazu noch zu sagen ist, hier wird es noch ein kleines Update geben.
diesbezüglich, dass man nicht nur die Konten gleichzeitig handeln kann, dass man zum Beispiel auch sagen kann, ich handle am Hauptkonto den großen S&P 500 und auf den Unterkonten handle ich die Mikros. Ja, also diese Cross-Trading-Funktionalität liefern wir noch nach. Dann kann jeder im Prinzip am Demokonto den großen handeln und analysieren und automatisch wirst du aber dann am Live-Konto zum Beispiel auf dem Mikro ausgeführt. Und das funktioniert dann bei allen Futures, die eben kleine Brüder und Schwestern haben, sagen wir es einmal so. Hallo Natalia, das gibt es schon lang. Also FX Flat Hot hat das schon lange im Programm. Ja. Gut. Das zu diesem Thema. Ich mache noch geschwind zwei Kleinigkeiten auf, damit ihr das seht, was an Zeichenwerkzeugen dazukommen ist. Und dann sind wir schon fertig mit dem Ganzen. Was es jetzt in Atlas gibt mit dem neuen Update, und das ist ein Feature gewesen, das ist sehr oft angefragt worden. Also sämtliche Zeichenobjekte, wenn man die jetzt mit rechter Maustaste anklickt, kann man sie global stellen. Das heißt, alle Zeichenwerkzeuge in der Plattform sind jetzt global. Weil im Support die Frage aufgetaucht ist, die globale Horizontal Line ist nicht mehr drin, ist jetzt nicht mehr nötig, weil jetzt jedes Zeichenobjekt global sein kann, wenn man es braucht. Ja, also das war sehr oft gefragt und es hat uns eigentlich auch schon gefehlt und jetzt ist es einfach da. Das zu dem Thema. Was das Team jetzt macht im Hintergrund und das wird sich bis zum Ende des Jahres noch verstärken, ist nicht nur die Zeichen Objekte verbessern, was wir haben, ja, sondern auch das Hinzufügen von Zeichenobjekten. Atlas steht ja dafür, dass es jetzt keine reine Volumen- und Orderflow-Trading-Software ist. Wir möchten natürlich in dem Segment führend sein, aber was doch ein bisschen, ja, was bei uns doch ein bisschen drinnen ist, dass wir versuchen, verschiedene Trading-Stile, sei es jetzt da ganz normale Charttechnik, Elliott-Wellen und so weiter und so fort, was es nicht alles gibt, in einer Plattform so zu verbinden, dass man diese ganzen Ansätze eben mit dem Volumen- und Orderflow-Aspekt kombinieren kann. Ja. Und das haben die Jungs eigentlich vor 10 Jahren eigentlich das Credo schon gehabt. Und wenn man bei uns eben reinzoomt in die Kerze, kommt man eben automatisch in diesen Modus. Und das ist auch Teil, also wir möchten das im Prinzip so kombinieren, weil es ist einfach ein Mehrwert für fast jede Strategie oder für fast jeden Ansatz, wenn man eben zusätzliche Informationen am Chart hat, die was man so nicht hat. Sei es, wenn man noch COT-Daten handelt, wenn man noch Markttechnik handelt, wenn man Elliott-Wellen handelt. Aber es gibt so viel. Und deswegen wird hier eben im Punkt der Zeichenobjekte für andere Anwendungszwecke hier was dazukommen. Ja, Elliott-Wellen-Counts und so weiter und so fort. Was das Team jetzt auch macht, ist komplett eigene Sachen zu entwickeln, die es auf keiner anderen Plattform so gibt. Das ist zum Beispiel ein Zeichenwerkzeug für den dynamischen Bock. Ich hoffe, das funktioniert bei meiner Version jetzt alles, wo ich mir im Prinzip in Echtzeit einzeichnen lassen kann, wie sich bei Chartverläufen der Bock bewegt hat, ja, als Zeichenobjekt. Ist eine tolle Sache. Was auch eine ganz tolle Sache ist, ist eben die kumulative Delta-Korrelation zum Kurs. Ja, die kann ich mal so im Prinzip Teile des Charts markieren und schauen, wo korreliert das Ganze mit dem Preis und wo nicht. Das werden ganz, ganz interessante Geschichten werden, wo man sieht, dass das Delta nicht mitfällt mit dem Kurs und so weiter und so fort. Also da kommen einfach Dinge, die es so nirgendwo anders gibt, weil wir halt einfach einen Mehrwert bieten möchten und vor der Technologie einfach nach vorne schauen. Dieses Zeichenwerkzeug werdet ihr ein bisschen später sehen. Das ist der angeheftete Reverb, das ist der Anchor Reverb, also der geankerte. Das zeige ich euch dann später, weil es dann eben zum Thema auch passt, wo man eben im Chartverlauf oder einen kleinen Ausschnitt den Reverb starten lassen kann. Und dann schauen wir uns auch an, für was das alles gut ist. Gibt es hier Fragen? Da gibt es eine Frage, ob beim Market Profile Details im Zusammenhang mit dem Poor High and Lows, ob es da was geben wird. Ja, wird es was geben. Im letzten Quartal steht die komplette Überarbeitung unseres Profiles an. Ich mache das jetzt ganz kurz.
ganz kurz zum Herzeigen. Also unser Profiling wird komplett überarbeitet. Ja, es wird leichter zu bedienen sein und es wird auch mehr können, aber eben in dem Aspekt, dass keiner Doktorarbeit machen kann, dass es verwenden kann. Also bei den TPOs haben wir jetzt ja auch im Prinzip mittlerweile das Thema, dass wir alles mergen können und splitten können von den Profilen her. Das ist auch ein sehr gefragtes Thema gewesen. Heißt, wir können jetzt da die Profile unendlich zusammen mergen mit Hotkeys, das geht. Und dann könnte ich zum Beispiel das ganze Profil auch noch aufsplitten auf den einzelnen Segmenten. Ja. Und was das Team auch machen wird, ist vor allem die Darstellung, die ist suboptimal, ja, mit den Blöcken und alles. Also das Rendering wird da hier noch stark verbessert werden. Somit kann ich versichern, dass vor allem was TPO betrifft, mit den ganzen, die Single Prints werden verbessert, das Pur High Low, dass man das anzeigt, dass man zumindest mehr Informationen hat, die man einblenden kann. Aber eben nicht so, dass es überladen und kompliziert wird. Das ist uns immer schon sehr, sehr wichtig gewesen. Ja. Gibt es irgendwelche Fragen noch? Weil sonst fangen wir mit dem V-Web an. Das ist nicht der Fall. Gut. Fangen wir von ganz, ganz vorne an. Was ist der V-Web? In Englisch heißt Volume Weighted Average Preis. Ja, das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis ist es. Und wie gesagt, ich möchte da gar nicht viel herumgehen wegen der Mathematik. Ich habe hier nur ganz kurz, das ist ein ganz schlechter Screenshot, aber ich zeige es euch, wie das Ding berechnet wird. Ja. Also das gehandelte Volumen mal den Preis durch das Gesamtvolumen. Und ganz wichtig hier, der Preis hier ist High, Low, Close. Das heißt, das ist der Durchschnittspreis. Weil hin und wieder die Frage auftaucht, ja, jetzt habe ich ein V-Web auf dem M1 und dann habe ich ein V-Web im 4-Stunden-Chart. Wieso sind die nicht exakt gleich? Es ist genau deswegen. Ja, das ist genau deswegen der Fall, weil es eben der aktuelle Preis das High, Low und Close gerechnet wird und das dividiert wird und dann habe ich eben den Durchschnittspreis. Deswegen ist das so, wie das ist. Und wir springen gleich rein. Die ganze Sache ist, für was ist der V-Web da? Der V-Web hat mehrere, der kann eigentlich mehreres. Es ist eigentlich ein Benchmark. Ja. Für institutionelle Händler, für Banken ist es auch ein Richtwert. Das kann zum Beispiel so weit gehen, wenn jetzt eine Großbank in Auftrag hat, von mir aus nehmen wir 5 Millionen Tesla-Aktien zu kaufen, dann kann es sein, dass der natürlich auch von seinem Chef in der Bank den Auftrag kriegt, das Ding so gut wie möglich zu kaufen. Ja, und dann kriegt er zum Beispiel positive Punkte, wenn er Stücke unter dem V-Web kauft und kriegt aber negative Bewertungen, wenn er die Stücke ober dem V-Web kauft. Zum Beispiel. Also Großbanken nehmen das Ganze als Benchmark. Es ist im Algo-Trading, bei High-Frequency-Trading, bei Programmierungen, die automatisch handeln, ist es auch ein Thema. Und deswegen ist das für uns auch so interessant. Also nicht, was die ganzen machen damit, ja, weil wir können ja nicht messen, wer gerade was macht damit, mit welchem Tool das es macht. Es ist einfach nur interessant zu wissen, dass das passiert. Und natürlich das Gegenstück dazu ist, dass der Kurs mit dem V-Web was macht. Ja, das ist Fakt und das schauen wir uns hier dann auf 6, 7 Märkten, schauen wir uns das gemeinsam an. Also das ist einmal der erste Teil. Und ja, und es gibt beim V-Web noch Standardabweichungen, aber das schauen wir uns später an. Also der volumengewichtete Durchschnittspreis ist relevant und der ist schon sehr lange relevant. Lange vor Atlas, lange vor allen anderen Sachen. Also das hat es immer schon gegeben, zumindest eine lange Zeit und wird nach wie vor eben in großen Häusern wird das ja, als Grundlage genommen. Was ist der V-Web noch? Der V-Web ist genauer auch noch ein Trendfilter. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, wenn der Kurs sich über dem V-Web bewegt, dann sind wir eher long gerichtet und wenn er sich unter dem V-Web bewegt, sind wir eher short gerichtet. Und wenn der Markt seitwärts läuft, jetzt schauen wir mal, also ich habe mich wieder sehr gut vorbereitet, nämlich gar nicht, wenn der Markt seitwärts läuft, dann rotiert dieser V-Web
eben dieser Kurspreis rund um den VWAP. So, das sind einmal die Dinge, was man festmachen kann. Also es ist ein Benchmark. Es wird zur Bewertung von Käufen von Großbanken hergenommen, wie gekauft wird. Es kann als Trendfilter genommen werden. Und was es noch kann, es kann natürlich Teil einer Handelsstrategie sein. Das ist natürlich das, was bei euch wahrscheinlich jetzt am ehesten zutreffen wird. Brauche ich das Ding überhaupt? Ja, nein, für was ist es gut und so weiter und so fort. Und wir sagen jetzt da hier, den ersten Markt, was wir uns anschauen, ist der FDAX. Wie gesagt, ich habe mir den ganzen Kursverlauf vorher nicht angeschaut, aber wir können zusammen einmal durchgehen und schauen, inwieweit macht das Ding überhaupt Sinn oder macht es überhaupt keinen Sinn. Der VWAP ist eben auch, wenn er als Trendfilter genutzt wird, man kann es fast sagen, Support Resist, also eine Widerstandszone, Unterstützungszone, kann es auch sein. Und schauen wir es uns einfach einmal durch. Jetzt schauen wir uns den aktuellen Tag an. Ja, also wie gesagt, wir schauen jetzt also im Nachhinein an, aber man sieht im Nachhinein, wie das Ding einfach funktioniert und wie der Kurs darauf reagiert hat. Ja, also wir haben hier die Öffnung gehabt, da war nicht viel los in der Nacht und dann sind wir mit dem Kurs drüber gestiegen und dann haben wir es ja eh probiert, die ganze Zeit nach unten handeln, aber das Ding ist einfach über dem VWAP bis jetzt. Ja, jetzt haben wir die 18,15er Kerze, bis jetzt ist es so. Ja, also nichts Besonderes. Schauen wir uns den Tag davor an. Hier haben wir das auch wieder gehabt. Dann ist der Kurs von unten an den VWAP gekommen. Hier hat er gehalten, das ist abgeprallt. Dann sind wir über den VWAP. Ich mache mal einen Zoom rein, damit wir das schön sehen. Das ist, wie gesagt, das sind M15-Kerzen. Wenn man das kleiner macht, ist es natürlich noch schöner zum Anschauen, aber dann wären wir mit dem Durchschauen nicht fertig. Das können Sie aber in der Plattform easy probieren. Ihr braucht nur im Prinzip die rechte Maustaste, Indikatoren, VWAP suchen, VWAP hinzufügen und ihr habt genau das, was wir hier sehen. Der VWAP, denn was ich hier standardmäßig drin habe, der ändert halt die Farbe. Wenn der Kurs drüber ist, ist er blau, wenn er drunter ist, ist er rot. Man kann das auch einstellen. Normalerweise habe ich immer gelb durchgehend und ein bisschen dicker, weil eben, wie gesagt, der VWAP nicht hundertprozentig gleich ist auf allen Timeframes. Das muss man wissen. So, da sieht man halt, dass der Kurs immer dumm tanzt. Wir sind ja im FDAX. Der FDAX ist jetzt nicht so genau, meiner Meinung nach, was die ganzen Sachen betrifft, aber schauen wir es uns an. Dann ist er runtergetaucht und ist rauf und wieder beim VWAP hat er das nicht geschafft, den VWAP zu brechen. Ja, sind wir wieder runter und natürlich irgendwann, es ist kein Trend für die Ewigkeit, es ist kein Signal für die Ewigkeit, irgendwann schießt das Ding halt durch. Und ganz bitter ist das halt natürlich, wenn das so läuft. Ja, also wir brauchen da nichts schönreden, wenn das Ding so läuft und man glaubt, der hält wieder, man geht dann short, legt einen Stopp drüber, dann ist man hier weg. Ja, ganz einfach. Das heißt, ein VWAP alleine für eine Strategie herzuziehen, ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Aber wie gesagt, es ist ein Trendfilter, wo man mal weiß, okay, das Ding geht eher runter. Und man kann dann schon kombinieren, die ganze Sache, mit der Strategie, die man fährt. Ja, ich sage, ich bin hier kein Coach, ich zeige euch nur die technische Seite von dem ganzen Ding. Und wenn ich mir das so durchschaue, es ist zwar sehr interessant, hier gibt es zum Beispiel an dem Tag viele Chancen, aber das läuft meiner Meinung nach, also Katastrophentag, ne? Da geht es zwar zuerst rauf und dann läuft er seitwärts. Da könnte man, wenn man dann das eine Zeit lang hat, dass er seitwärts läuft, immer auf die Mitte zuhandeln. Oder, das können wir uns dann später anschauen, man tut die Standardabweichungen dazu und kann sich mit dem eine Strategie bauen. Also FDAX würde ich jetzt da als nicht sehr, also im M15-Chart zumindest jetzt nicht sehr als lässig empfinden, die letzten paar Tage, was wir da gehabt haben. Man sieht schon, dass das Ding einen Einfluss hat, aber großartig nicht. Hier hat er perfekt als Unterstützung bei diesem, wenn er darauf fährt, hat er da perfekt als Unterstützung gehalten und irgendwann bricht es natürlich dann durch. Ja, aber grundsätzlich ist das am FDAX hier meiner Meinung nach, jetzt, was wir uns gerade anschauen, sehr unsauber. Ja. Dann gehen wir auf den Nasdaq und schauen uns das einmal an. Das ist auch ein Markt, der sich sehr viel bewegt. Und ich mache das auch gleich zum Thema. Was unser VWAP auch hat, ist, wir haben hier diese grünen und diese roten Xen. Was ist das? Das ist im Prinzip vom Vortag der Schlusskurs vom VWAP. Wenn er drüber, wenn der Kurs über dem VWAP, dann ist er grün. Wenn er unter dem VWAP schließt, dann ist er rot.
Und warum haben wir das in Atlas hinzugefügt? Weil wir gesehen haben, dass der Vortages-VWAP-Schlusskurs, also der hier vom Vortag, den ziehen wir am nächsten Tag dann weiter, eine Relevanz haben kann. Nicht in jedem Instrument, wie immer, aber hier hat das gehabt. Also es ist unter Umständen Zufall, dann gibt es ja viele Zufälle, da haben wir auch einen Zufall gehabt, dass der Vortages-VWAP-Schlusskurs auch noch einen Impact auf die Preisbewegung haben kann. Und das stützt natürlich dann, wenn man VWAPs hat, die was jetzt nicht am Tag laufen, sondern in der Woche laufen, gibt es ja auch Timeframes, wo man das rechnen lassen kann, dass eben unter Umständen Institute oder Banken eben diese Marken auch hernehmen dafür. Ja, also jetzt haben wir am Nasdaq und wir haben dann Start gehabt, sind wir rauf am VWAP abgeprallt, dann haben wir den VWAP gebrochen, haben wir dann von unten, also von oben nach unten getestet, wieder abgeprallt. Ja, hier dürften irgendeine größeren Marktbewegungen, Open gehabt, US Open, da geht es natürlich drunter und drüber. Wenn sich das Open beruhigt hat, wieder von unten angetestet, abgeprallt. Und dann sind wir runter noch am Vortages-VWAP und sind auch abgeprallt. Also der Tag zum Beispiel, schauen wir uns dann die anderen Tage an, das gefällt mir schon viel besser wie der FDAX für die Arbeit mit dem VWAP. Ja, schauen wir uns mal an, was auf diesen Tagen passiert. Ja, da sind wir mit dem VWAP gelaufen, dann hat er sich entschieden, dass das Ganze negativ wird. Also hier an dem Tag unter Umständen hier war nicht viel zum Holen und hier im Prinzip der Schlusskurs vom Vortages-VWAP war auch wieder und das ist ja sogar, ich glaube, sogar dick, genau, also viel fällt hier nicht, ja, bei der ganzen Geschichte. Wie gesagt, mit Bedacht und vor allem auch müsst ihr schauen, dass ihr doch ein bisschen an Buffer laufen lasst bei den ganzen Sachen. Also nicht wirklich rein als Signalgeber nehmen, aber einfließen lassen in das Ganze kann nicht schaden. Das sind die Situationen, die ich gar nicht mag. Wenn das Ding einfach so seitwärts dahin kübelt und schauen wir weiter. Im Prinzip hier das gleiche, seitwärts, dann hat er sich entschieden, dass es positiv wird, bricht es. Hier haben wir den Retest, nicht mehr kriegt bergab. Aber er testet in der Bergabbewegung hier auch den VWAP, das haben wir auch hier gesehen. Ja, also wenn man wirklich dann, was man ja nicht macht, in das fallende Messer greifen möchte, unter Umständen, ja, dann kann man das einfließen lassen in das Ganze. Es gibt Tage, wo das Ganze nicht so gut funktioniert, man sieht es hier. Absolut nicht. Ich bin auch ein Fan von VWAPs auf nicht zeitbasierten Charts. Das können wir uns dann auch noch anschauen. Also ich bin ein Fan von Range oder Renko-Charts für die kleineren Zeiteinheiten, also wenn ich näher am Markt sein möchte. Und das ist dann eher mehr für die Analyse. Aber es gibt, wie gesagt, Tage, wo das Ding einfach dorthin läuft und wenn ich dann eine Strategie habe oder ob ich einen Tradingplan habe und ich habe das zusätzlich hier drinnen als Signalgeber, dann ist das keine schlechte Sache. Wir sind hier am Nasdaq noch immer bei einem Markt, der was relativ schnell läuft und große Strecken macht, weil er einfach sehr dünn ist. Ja. Springen wir weiter auf den S&P 500. Jetzt haben wir schon mehr Volumen in dem Markt und schauen wir uns mal an, wie das dort funktioniert. Also jetzt heute eine komplette Katastrophe, gibt es uns gar nichts. Ja. Am Vormittag war das schon recht nett. Ja, haben wir das auch gehabt. Hier wird es auch nett. Ja, also das sind dann die Dinger, die ich gern habe, wenn das Ding rauf rennt, ja, umdreht und abprallt. Ist eine gute Sache. Katastrophentag. Ja. Aber hier sieht man schon, dass das einfach nicht über den VWAP gekauft werden kann hier. Also das sieht man schon, wenn man das jetzt anschaut, dass das ständig versucht wird, aber irgendwie nie gelingt. Und irgendwann geben dann die Käufer auf und dann passiert genau das. Ja. Soweit zu dem Ding. In einer Trendbewegung ist der VWAP fein. Also wenn ich einen Trendtag habe, ja, oder schöne Trends habe und den VWAP mitlaufen lasse, das ist natürlich immer eine gute Sache. Das zum S&P. Gehen wir mal zu Währungen. Wie schaut das Ganze dort aus? Auch hier funktioniert der VWAP mehr oder minder als Widerstandsunterstützungszone. Ja, also man muss es im Auge behalten und es kann natürlich sein, dass das Ding einfach durchrauscht. Ja, muss man immer im Kopf haben. Auch hier
werden die Schlusskurse sehr wohl getriggert. Also der Schlusskurs vom VWAP vom Vortag ist hier zumindest beim ersten Anlauf kläglich gescheitert. Ja, dann bricht das Ding über den Schlusskurs zusammen und dann haben wir hier eine Zone, wo du den VWAP hast und den Schlusskurs vom Vortag und da geht der Kurs runter, geht in die Zone rein und wird sofort hochkauft. Das sind auch so Sachen, die man sich anschauen kann. Ja. Also ich glaube, ihr wisst, auf was ich raus möchte bei dem ganzen Thema. Ja. Hier auch Aufwärtstrend, das war am 15.09. vor der Seitwärtsphase in den Aufwärtstrend. Trendy, 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 Korrektur direkt in die VWAP-Phase und wieder rauf. Und irgendwann knallt es natürlich weg. Dann geht er da runter und geht auf den VWAP-Kurs vom Vortag wieder genau in die Zone und dreht um. Also, zur Wiederholung, es ist der VWAP alleine als Signalgeber, würde ich nicht machen, aber ich würde ihn einfließen lassen in meine Bewertung. Jetzt habe ich das ganz schön gesagt, aber ich glaube, so ist es auch gut. Wo sämtliche Tools, auch Volumen- und Orderflow-Tools und auch VWAP und sonstiges nichts hilft, ist, wenn News anstehen. Dann könnt ihr das alles vergessen. Ich würde dann nichts tun und mich auf nichts verlassen. Das vorweg. Ja. Also das sind so Phasen, wo es in jede Richtung geht, wo alle abgeräumt werden. Da kannst du das ganz normal sein lassen mit dem ganzen Ding. Schauen wir noch schnell auf Gold, wie sich das dort so entwickelt. Und es ist auch hier, also die VWAPs halten nicht schlecht, ja, auch hier. Das ist ein Ding, wir sind hier über den VWAP, Trend positiv, wir haben dauernd Pullbacks in den VWAP-Bereich, in den VWAP-Bereich. Wir haben auch hier wieder das Spezielle vom Vortagsschlusskurs. Witzigerweise geht der Kurs wieder genau dorthin und prallt ab. Also ich denke, ihr habt das jetzt, auf was ich raus will. Ja. Das Ganze geht natürlich auch bei Aktien. Wenn man sich Apple anschaut, funktioniert das genauso. Oder wenn man sich Tesla anschaut, kann man sich das auch mit reinnehmen. Hier zum Beispiel, wenn man Tesla-Stücke kaufen möchte, ja, dann kann man das Ganze oder verkaufen möchte, kann man das genauso in die Bewertung reinnehmen. Und natürlich, überall wo Volumen ist, funktioniert das. Einmal mehr, einmal weniger. Hier sind wir am Bitcoin. Ja, Bitcoin US-Dollar auf der Binance. Und das kann man hier genauso reinnehmen in das Ganze. Ja. Mal reinschauen in das Ganze. Ob wir hier was sehen. Sehr, 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 sehr viele Ticks. So. Gut, dann stellen wir das kurz um auf Delta. Und da sieht man, dass genau am VWAP-Preis hier was passiert ist. Ja. Hier haben im Prinzip haben wir ein positives Delta. Das heißt nicht unbedingt, dass wer was gekauft hat da oben. Es kann auch sein, dass er eine Position, also dass er eine Position aufgelöst hat zu dem Preis. Ja. Gibt es Fragen zu dem Thema? Der Michael fragt, was der Unterschied zum T-Web ist. Ja, der Unterschied ist der, der T-Web ist ein Timed Weighted Average Preis. Ja, da geht die Zeitkomponente rein und beim V-Web geht Volumen rein. So. Der Jörg fragt, kleinen Moment. Der fragt, wie er den Prozess Plattform-Exe auf Windows 11 auf Parallels beenden kann. Den Prozess kann man eigentlich nur beenden, wenn er irgendwo hängt im Task Manager. Ja, dann wählt man den Prozess aus, drückt man rechte Maustaste und macht Task beenden. Und der Rest ist hier eigentlich für den Support. Das ist nichts, was ich hier im Webinar behandeln kann. Es scheint so, dass Atlas bereits läuft auf deiner Instanz und deswegen kannst du das nicht installieren. Also das musst du genau anschauen.
So, die nächste Frage. Am Scalping-Dom beim Bitcoin werden mir nicht die Bubbles-Orders angezeigt, die aktuell reinkommen. Es sind eigentlich keine Einstellungen zu treffen diesbezüglich. Ja. Also sollte eigentlich funktionieren. Ich kann das hier mal testen. Ich bin eigentlich hier am Atlas eigenen Datenfeed für Kryptos. Der ist nicht so hochqualitativ. Aber wir können uns das einmal anschauen. Ich kriege hier sofort Bubbles. Ja. Also das ist jetzt da funktioniert ohne irgendwelche Einstellungen, ohne irgendwas. Es kann sein, dass das am Scaling liegt. Aber grundsätzlich, nee, wüsste ich jetzt nicht. Die Natalia, sie hat gemerkt, wenn man den höchsten Preis pro Tag verbindet, bekommt man respektierte Abpralllinien. Naja, das sind, ich schätze mal, du meinst da die Tageshochs und Tiefs. Ja. So, die Jessica fragt, ob ich auf Standardabweichungen eingehe. Natürlich mache ich das. Sofort. Das ist nämlich das, was ich eh schon als nächstes machen wollte. Gut, jetzt haben wir uns das einmal angeschaut, wie diese VWAP-Linie, für was sie ist, wie sie funktioniert, was man damit machen kann. Der VWAP kann aber mehr. Der VWAP kann erstens auf Tag, auf Stunde, auf Woche und auf Monat gestellt werden. Das heißt, der startet nicht pro Session dann, der startet genauso, wie er eingestellt ist. Es könnt ihr euch so vorstellen, als wie wenn ihr einen 15 AMA oder einen 200 AMA nehmt. Dann habt ihr einfach eine größere Bandbreite. Müsst natürlich mit jedem Indikator und Tool Research betreiben, was funktioniert nicht. Bringt es euch was bei eurem Setup oder bringt es gar nichts? Es gibt genug Indikatoren für genug Menschen, die einfach für nichts sind. Ja. Ich habe hier einen Kunden gehabt, er hat gesagt, er hat jetzt da, ich glaube, 20 Indikatoren im Chart und das ist nichts anderes als wie mit der technischen Analyse oder mit Standardindikatoren. Und dann habe ich gefragt, auf was er wirklich schaut im Chart. Ja, und dann hat er mir gesagt, eigentlich schaut er nur auf das und das und das. Und dann habe ich gesagt, naja, und für was hast du dann die anderen 20 Tools da drinnen? Das ist dann einfach zu viel. Ja, da hat er einfach zu viel Impact und kann sich nicht mehr auf das konzentrieren, was er eigentlich machen möchte. Und dann hat er unter Umständen auch noch Signalgeber, die sagen jetzt da verkaufen. Der andere Signalgeber sagt jetzt kaufen. Also da muss man sich schon im Klaren sein, dass hier weniger oft mehr ist. Ich sage nicht, dass ihr mit nackten Charts handeln sollt. Das kann man auch machen, wenn man möchte. Aber man kann es halt, wenn man so ein großes Angebot an Tools hat, ist man halt sehr schnell, wird man verleitet, dass man es übertreibt. Ja. Also der normale Werdegang eines, ich sag's jetzt einmal salopp, Atlas-Users ist das. Der installiert sich die Software, dann hat er schon vielleicht Ahnung vom Handeln. Und dann sind am Anfang die Charts wirklich bummvoll mit Tools und 14 Times and Sale Listen. Und dann ist der normale Werdegang, dass das immer mehr reduziert wird auf das, was er dann im Endeffekt braucht. Also so ist es bei den meisten. Versuchen am Anfang natürlich alles Mögliche und das ist auch ganz normal und ist in Ordnung. Nur irgendwann muss man selber zum Punkt kommen und dann sagen, was brauche ich eigentlich nicht. Ja. Aber weiter im Programm mit dem VWAP, bevor ich dir hier auf Pseudopsychologe mache. Es gibt Standardabweichungen. Was ist eine Standardabweichung beim VWAP? Das ist im Prinzip, der nimmt den Preis, die Linie, die VWAP-Linie her, ja, und expandiert die, multipliziert die um einen gewissen Wert und dann haben wir eine Art Kanal. Ja, ich schaue nur das, wo ich das finde. Das ist hier. Sieht ein bisschen schrecklich aus, kann man aber auch ausblenden, dass die Farbflächen nicht drinnen sind. Ich lasse das jetzt derweil einmal drinnen. Warum lasse ich das drinnen? Damit man im Prinzip sehen kann, nehmen wir einfach den Tag her. Wir haben Standardabweichungen. Diese Standardabweichungen kann man auch noch verändern anhand der Kalkulation, wie sie gerechnet werden. Ja, das schauen wir uns dann auch gleich an. Und für was sind die gut? Ich persönlich für mich selber habe die nicht im Einsatz. Ja, weil das ist wieder was, wo ich für mich im Prinzip, wo ich für mich zu viel Information schon wieder habe. Ja. Also ich konzentriere mich
für mich persönlich, ich rede immer nur von mir, direkt an den VWeb. Und hier hast du natürlich die Möglichkeit, wenn man die richtigen Settings und den richtigen Charttyp findet, dass auch die Standardabweichungen teilweise zu Signalgebern werden können oder einfließen lassen kann. Also ich kenne viele, die was im super Tick-Bereich scalpen und eben diese ganzen kleinen Abpraller von Standardabweichungen mitnehmen. Ja, kann man machen, natürlich. Jeder macht, wie er meint. Für mich persönlich ist es nichts. Aber es ist, wie gesagt, da gibt es auch Leute, die Strategien sagen, die kaufen sich am VWeb ein und kaufen sich oben an der Standardabweichung oder im roten Bereich wieder aus oder verkaufen oben und so weiter und so fort. Den Möglichkeiten gibt es ja, da sind ja keine Grenzen gesetzt für das Ganze. Ja. Und allzu viel gibt es sonst zu den Standardabweichungen nicht zu sagen, außer dass wir es eben haben. Ja. Und wenn man es wirklich braucht, dann soll man es verwenden. Dann haben wir hier im Prinzip noch die Werte, ja, die erste, zweite, dritte Abweichung. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt da einen Faktor 6 haben, dann geht die natürlich auseinander. Und mit solchen Dingen würde ich schon sagen, dass man sich intensiv damit beschäftigt, wenn man wirklich mit Standardabweichungen arbeitet und auch schaut und verifiziert, wenn man da was einstellt, ob das auch funktioniert. Wie lange hat das funktioniert? Funktioniert das oft? Funktioniert das weniger oft? Und so weiter und so fort. Ja. Was haben wir hier noch? Ich blende das kurz aus. Wir haben hier im Prinzip die Color Direction. Ja, entweder wir haben sie einfärbig, den VWeb, oder ich sage eben, wenn bullisch wäre, ändert das Ding die Farbe. Ja, wir haben hier noch das alte Feature Set drinnen, das fällt raus. Das ist der Custom VWeb Start Point. Da kann ich im Prinzip sagen, von wo das Ding startet. Haben wir jetzt aber als Zeichenobjekt und schauen wir uns dann separat an. Im unteren Teil kann man die Quelle für die Standardabweichungen noch vergeben, ja, ob das high, low, close, Volumen basiert, high, low durch 2 und high, low, close durch 3 und so weiter und so fort. Also da gibt es ja auch unendlich Dinge, die man einstellen kann, aber standardmäßig ist es alles auf Standard. Und zu guter Letzt haben wir im Prinzip noch hier die Möglichkeit, sämtliche Standardabweichungen, die Kreuze, die Füllfarben auszuschalten, welche Farben brauche ich und so weiter und so fort. Und der letzte Punkt ist der Days Lookback. Wenn ich zum Beispiel 200 Tage im Chart offen habe und ich brauche aber nur die letzten 10 Tage den VWeb, weil ich mir Rechenleistung ersparen möchte, dann kann ich hier im Prinzip vergeben, auf wie viele Tage rechnet er jetzt da diesen VWeb. Dass er nicht die ganze, was weiß ich, 1000 Tage durchrechnen muss. Das ist einmal zu den Einstellungen zum VWeb. So, ich blende den VWeb mal kurz aus. Die Aktive brauchen wir im Prinzip auch nicht. Das Zeichenobjekt Anchored VWeb ist im Prinzip ein ganz normales Zeichenobjekt, wo ich dann sage, okay, ich möchte den VWeb ab dieser Kerze haben. Dann rechnet mir der den VWeb mit dem Startpunkt hier. Ich kann das auch verschieben schon. Ja. Für was ist das gut? Das ist vielleicht am M15 nicht so optimal. Gehen wir mal etwas weiter runter in den Minutenchart. Nachdem ich mich nicht vorbereitet habe, schauen wir uns gleich diese Bewegung an. Also, ich schiebe den Chart jetzt so hin, weil sonst sehen wir ja schon, was passiert. Ja, und ich gehe jetzt her und nehme den Anchored VWeb und lasse den jetzt hier auf der aktuellen Kerze starten. Ja. Dann haben wir den Chartverlauf so. So wird man es auch in Echtzeit sehen. Ja. Und wir würden spätestens hier im Prinzip ein Signal kriegen. Ja. Und hier ein schmutziges nochmal, das was die wahrscheinlich rausholt. Aber nichtsdestotrotz. Und für so Sachen sind die Abweichungen gut. Ja. Das heißt, wenn man in Trends irgendwo Hochs oder Tiefs markiert, ist das kann das ein gutes Tool sein. Ja. Probieren wir es hier nochmal. Hier.
für nichts, ja, in dem Fall. Also da kann man in seine Strategie einfließen lassen, das Ganze. Da gibt es auch sehr gute YouTube-Videos, die was das Thema ein bisschen genauer für den Trading-Einsatz beleuchten, wann man denn einschaut, wie weit braucht. Es gibt wieder Fragen. Der Andreas fragt zum Cluster Search: Besteht die Möglichkeit, dass Werkzeugrechtecke sich automatisch einzeichnen, wenn eine starke Zone entsteht? Nein, diese Möglichkeit gibt es nicht. Das muss man dann selber machen. Moment, also da wüsste ich jetzt nicht, dass man das irgendwie realisieren könnte auf die Schnelle. Ob ich mit anderen Candles wie den üblichen Candlecharts arbeite, Range und so weiter, ja natürlich. Also ich selbst persönlich bin ein großer Fan von Range oder Renkos. Wenn wir uns das Ganze am Renko anschauen, das werden wir jetzt auch schnell machen, hier am S&P. Ich habe nur ein bisschen viel Historie eingestellt für Renkos, die laden wir im Moment runter. Gibt es noch ein bisschen. Der August ist gleich durch. Ich persönlich mag das lieber. Ja, aber das, wie gesagt, das ist für jeden selbst zu entscheiden. Ich habe sowieso recht gern Charttypen, die nicht zeitgerichtet sind. So. Jetzt haben wir hier zwar ein 6er Renko, aber es ist wurscht für das, was ich euch zeigen möchte. Also das sind Charttypen, die ich weit lieber habe. Erstens habe ich kein Marktrauschen, ja, und ich bin nicht abhängig von einer gewissen Zeit. Ja, also ich kriege neue Renkos, wenn sich der Kurs einfach dementsprechend bewegt, und sonst gibt es keinen neuen Renko. Und der Vorteil meiner Meinung nach, nicht, dass das jetzt ein Renko-Webinar wird, aber für mich ist einfach, weil ich in der Steiermark, bei uns in Österreich sagt man, Schas Augert, wenn man nichts sieht, weil ich einfach eine Niete bin, was Strukturbestimmungen angeht. Ja, also man kann den gleichen Chart jetzt aufmachen, am Minutenchart, und du wirst nicht die schöne Struktur und das schöne, die Marktstruktur nicht so sehen, als wie am Candle-Chart. Also mir taugt es einfach viel mehr, weil ich die Marktstruktur, und das ist halt eine Schwäche von mir, auf Minutencharts oder 3-Minuten-Charts nicht so schön identifizieren kann. Ja, das muss jeder selber wissen. Deswegen bin ich da ein Fan von all diesen Charttypen, die eben nicht zeitgebunden sind. Ja, also da sieht man einfach die Bewegungen besser, meiner Meinung nach. Also deswegen habe ich das recht gern. Aber jetzt machen wir das, was wir wollten. Wir machen jetzt hier im Prinzip den VWAP rein. Ja. Und in diesen Charttypen ist es halt so, dass mir das viel besser gefällt, das Ganze, was die VWAPs betrifft. Man kann natürlich auch runtergehen wieder von der Zeit her. Taugt mir viel besser als wie auf zeitgerichteten Charts. Ja, das ist, für mich ist das Tag und Nacht. Und deswegen habe ich das auch so gern, das ganze Thema auf diesen Charttypen. Das ist, man sieht einfach die Struktur schöner raus. Ja. Was ich hier auch manchmal gern mache, ist hier noch ein Zickzack rein, wo ich wirklich dann Trendbewegungen besser raussehe. Ich hoffe, das hat die Frage einigermaßen Der Nico fragt, ob man am Highlight Y noch die Preise auf der Preisachse anzeigen lassen können. Ja, das ist im Zuge der Umbauarbeiten für die Zeichentools. Hier geht es im Prinzip um dieses Zeichentool. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier. Also wenn ich hier einen Bereich einzeichne, dass ich hier im Prinzip auch auf der Preislinie die Informationen habe. Das sind alles relativ Basic Zeichenobjekte, die möchten wir mit der Zeit jetzt alle auf dem Level höher heben, was das betrifft. Und grundsätzlich sind auch Pläne da. Das nehmt mir jetzt nicht als Versprechen, aber vielleicht kommt es irgendwann, wenn ich mir hier eine Zone einzeichne, ja, dass ich dieser Zone sagen kann, wenn der Kurs hier reinkommt, automatisch verkaufen zum Beispiel. Ja. Also da sind Überlegungen da, dass man einfach die Zeichenobjekte noch mehr funktional auf
boomt in Atlas. So, hier wird gefragt, der VWAP ist eine Moving Average. Ja, das ist richtig. Auf welchem Zeitfenster, Mittelungsperiode, wird es am meisten verwendet? Na, die Frage kann ich nicht beantworten. Da müsste ich wissen, wer denn verwendet, welche Institution denn verwendet und so weiter und so fort. Fakt ist halt, dass diese VWAPs, also alleine wenn wir uns den heutigen Tag und den gestrigen anschauen, dass diese VWAPs einfach Impact haben. Ja, wie eine Großbank das genau verwendet, das weiß ich nicht. Ja, also aber grundsätzlich den VWAP auf Tagesbasis, so wie wir uns jetzt anschauen, funktioniert das schon nicht so schlecht. Ja, man kann sich das natürlich auch anschauen und sagen, ich möchte den VWAP jetzt nicht mehr im Prinzip täglich ob Session Start gerechnet haben. Ich möchte ihn jetzt so gerechnet haben, dass das einfach länger dauert, ja, weekly. So, jetzt fängt es am Montag an, das ganze Ding. Dann habe ich natürlich einen Montag, einen Wochen-VWAP-Schluss, ja, und kann man das genauso anschauen. Dann läuft der halt durch. Und da muss man sich dann anschauen, im Prinzip, auf welchem Asset funktioniert das wie gut. Ja, man sieht auch, wenn ich das wöchentlich rechne, dass hier und da auch, man kann jetzt sagen, das ist ein Zufall, aber am Wochen-VWAP hier hat der einfach reagiert und nicht nur einmal, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Ja. Hier genauso. Da hat er rumgetanzt am VWAP und hat sich dann halt entschieden. Und das sind halt die Sachen, was man immer wieder sieht. Ja. Also, was da die Mehrheit verwendet, kann ich nicht sagen. Man kann auch im Prinzip hergehen und sagen, wir machen jetzt da keine Ahnung, einen Minutenchart bei dem ganzen Ding und stellen im Prinzip den VWAP. So. Auf 30 Minuten. Also von den Einstellungen her haben wir ja im Prinzip unendlich Platz, dass man Sachen versucht und nicht versucht. Aber die Krux dabei ist einfach, Sachen zu finden, die unter Umständen funktionieren könnten. Ja, also ich habe mir das jetzt da so tief unten noch nicht angeschaut, aber man kann sich natürlich auch das anschauen. Und deswegen sage ich immer wieder und ich wiederhole es immer wieder, Research, 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 weil man kann einfach Sachen finden, die funktionieren, die noch nicht alle verwenden. Jetzt sagen wir es einmal so. Ja. Und da ist man halt einstellungstechnisch, ja, da, das ist eine Never-Ending-Story. Ja. Das habe ich euch fast vorenthalten. Unser VWAP hat ja noch, das ist dank eines Kunden entstanden, was Spezielles. Wir tun ja jetzt im Prinzip beim VWAP das gesamte Volumen in die Rechnung reinnehmen. Ja. Du hast aber auch die Möglichkeit im Atlas VWAP, weil ein Kunde danach gefragt hat, dann haben wir uns das angeschaut und das ist gar nicht so blöd, also das Totalvolumen, ne? Aber man kann das jetzt aufsplitten auf Bid- und Ask-Volumen, also auf Kauf- und Verkaufvolumen und kann sich dann im Prinzip das Ganze umbauen, ja, und kann sich auch zwei VWAPs reintun, einmal mit der Bid- und Ask-Seite, Kanäle bilden und so weiter und so fort. Also wieder, never ending story, man kann da wirklich sehr viele Sachen machen. Hier kommen sehr viele Fragen rein. Ich probiere es einmal. Einen kleinen Moment. So. Können Sie mir zeigen, wie man in diesem Zusammenhang den Zickzack nutzt? Das war der Zusammenhang mit dem Renko. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier. Heute ist auch schon relativ spät. So, jetzt müssen wir kurz warten. So, jetzt ist er da. Nachdem ich ja ein sehr, sagen wir es jetzt freundlich, Nackerpatzel bin, was das Ganze betrifft, habe ich den relativ gern, aber auch auf zeitgerichteten Charts. Ja. Also wir haben hier den Zickzack, Zickzack Pro. Und hier kann man im Prinzip einstellen, wann der eine Bewegung abfängt und im Prinzip mir meine Linien zeige, ja, also meine Trendlinien. Und ja,
Da kann man eben Required Change, kann man auch auf oder runterstellen, je nachdem. Also ich mache das alles optisch. Und dann kann man sich eben für diese Bewegungen gewisse Sachen anzeigen lassen. Wie viel Ticks, wie viel Bars, ja, die Zeit, brauche ich auch nicht. Und dann kann man im Prinzip sagen, ich habe meine Bewegungen und ich sehe zum Beispiel in einem Trend, schauen wir uns mal irgendwo einen schönen Trend an, hier. Und dann kann man im Prinzip schauen, wie viel Volumen in dieser Bewegung steckt. Ne? Und man kann dann schauen, wie sich das Delta in den Korrekturen verhaltet. Und wird das Volumen bei jedem Abwärts-Move stärker oder geringer? Und dann kommen wieder die Regeln zum Einsatz, dass sich ein Trend mit dem Volumen ja fortsetzt. Es geht ja immer mehr Volumen rein. Ne? Und ob das, wie negativ das Delta bei einer Korrektur wird zum Beispiel, dann weiß ich zum Beispiel, wie viel in dieser Korrektur verkauft haben oder ob sie viel mehr verkauft haben wie sonst. Und da kann man sich natürlich auch Sachen und Informationen rausholen anhand dieses Dings. Ja, dann habe ich im Prinzip bei meinen ganzen Schenkeln und bei meinen ganzen Bewegungen sehe ich, okay, die erste Bewegung 65 Ticks, die zweite Bewegung 80 Ticks und so weiter und so fort. Ja, und sehe, wie viel Volumen in dieser Bewegung drinnen war, ja, 278.000 Stück und wie das Delta in dieser Bewegung war. Also mit dem kann man natürlich auch arbeiten. Gut. Die Christine fragt, wie kann ich die Statistik einstellen pro Konto? Wo sehe ich genau den P&L pro Trade pro Konto? Dazu muss ich in diesem Konto mal einen Trade absetzen. Das machen wir gleich gemeinsam. So. Kleinen Moment, ich habe hier drei Demokonten. Wähle mir ein Konto aus. Nehmen wir gleich das erste Demokonto mit einem Stück. Ich kann mich jetzt entweder einstoppen lassen mit Limits, aber wir gehen gleich, damit wir was sehen, jetzt Market rein. Wir verkaufen das Ding jetzt einfach einmal. Moment. So, wir verkaufen das Ding jetzt einfach einmal. So, jetzt haben wir fünf Kontrakte short in dem Fall. Wir setzen hier noch irgendwo, keine Ahnung, einen Stopp und hier irgendwo. So. So, jetzt sind wir den Trade drinnen und wir haben jetzt ja keine Zeit, dass wir warten auf das Ganze. Jetzt schließen wir den einfach mit Gewinn oder Verlust, wenn sich der Markt dann endlich ein bisschen bewegen wird. So. Das war sicher eine Null. Ja, war es. Kleinen Moment. Jetzt haben wir endlich ein gutes Minus. So, dann hast du hier das Hauptfenster im Prinzip. Und hier hast du die Positionsgeschichten. Das heißt, auf Positions siehst du deine ganzen Konten. Du siehst, was du Kommission gezahlt hast. Du siehst, was du Profit and Loss produziert hast. Mehr oder minder. Na? Das siehst du hier drinnen. Du kannst auch hier in den Trades schauen, was du gemacht hast, mit wie viel Volumen dass du das gemacht hast. Du siehst hier auch unter Orders alle Konten aufgeschlüsselt. Und was ja neu ist bei uns, und ich hoffe, ich kann es euch zeigen, es ist noch nicht ganz fertig. Wir haben hier in der Kontoübersicht jetzt diesen Button. Ich versuche mal, ohne dass ich euch da jetzt anlüge. Dann macht sich im Browser im Prinzip das Fenster auf. Das ist die Statistik für das Konto 1223, das was wir gerade gehandelt haben. Und hier wird sie in Zukunft sämtliche Informationen gut aufgeschlüsselt kriegen. Ja, also Durchschnittsgewinn, Durchschnittsverlust, Initial Balance, du kriegst sogar einen Forecast, tägliche Geschichten, wie viel Buy, wie viel Sell, welche Richtung, welche Symbole und so weiter und so fort. Hast hier auch die Trades, die Orders und die Statements. Und das kriegt ja im Prinzip alles schön hergerichtet von uns. Ja, das ist gerade in Entwicklung und das wird ein ganz, ganz, ganz gutes Tool werden, weil dann kriegt das Ganze schon langsam ein Gesicht. Dann haben wir eben die Statistiken, dann haben wir eben die Funktion des Screenshots. Ja, wenn ich hier drauf drücke, habe ich im Prinzip auch ein Browserfenster, wo ich die Screenshots habe, wenn ich einen Screenshot mache. Diese Screenshots werden automatisch im Atlas-Konto, also im Kundenbereich, auch abgelegt und können dort verwaltet werden. Und der nächste Schritt, wenn das Ganze dann wirklich fertig ist, dann haben wir alle
Zutaten für ein super gutes Trading-Tagebuch, ein digitales. Ja, also wenn das alles fertig ist, dann wird das einmal ein rundes Gesamtpaket ergeben. Auf dem Weg sind wir jedenfalls im Moment. Da kommen noch mehr Fragen rein. Ich bin dabei. Das Trading-Journal geht im Moment nur für Demo, für Atlas Demo-Kunden. Konten und wenn das Ganze mal läuft, dann werden wir das natürlich ausrollen auf andere Anbieter auch. Wenn ich Norbert fragt, wenn ich im Minutenchart bin, ist Renko 2 oder 6 vergleichbar gut? Das kommt aufs Instrument drauf an. Also Renko 6, Moment, ich versuche das wieder. Wenn ich den Renko 6 auf dem DAX oder auf dem Nasdaq, jetzt müssen wir kurz die Historie für Nasdaq laden, nicht jede Range-Bar-Größe oder Renko-Größe ist nicht für jeden Instrumententyp gleich. Das kommt darauf an, weil der neue Renko-Pricks macht, also neue Kerzen macht, wenn er die Bewegung vollzieht. So, jetzt habe ich natürlich bei einem Nasdaq, der was sich viel mehr bewegt, der was viel größere Spannen am Tag macht, ganz andere Renkos. Das ist wieder eine Gefühlssache. Ja. Es gibt auch, da, das ist der gleiche Renko jetzt, aber eben im Nasdaq. Und man sieht, der Nasdaq macht viel Bewegung. Jetzt habe ich im Renko natürlich auch viel Bewegung. Wenn ich jetzt da die Renko-Size von 6 hochnehme, dann habe ich viel weniger Bewegung drin. Ja, dann macht er mir natürlich weniger Bricks. Aber er macht mal saubere Bewegungen. Also das ist jetzt Renko 6 zum Beispiel. Jetzt können wir ja zusammen. Jetzt machen wir Renko 8 aus dem ganzen Ding. Also einprägen einigermaßen. Ja. Man sieht hier so viele Flatter, wenn der Kurs eben choppy ist. Und jetzt gehen wir das Ganze auf Renko 8. Muss natürlich wieder kurz laden. Und man wird sehen, dass zwischen Renko 6 und Renko 8 der Unterschied ist, dass der Renko 8 sauberer aussieht, weil eben der Kurs hier 8 Ticks machen muss für einen Renko-Brick und vorher nur 6. Wenn ich jetzt auf 4 runtergehe zum Beispiel, dann habe ich noch mehr Bewegung drinnen im Chart. Und das kommt eben ganz darauf an, wie man es zum Einsatz bringt. Wenn man es zum Einsatz bringt, um Marktstruktur zu sehen, dann brauche ich eher größere Bricks, ja, für die ganzen Geschichten. Und man sieht jetzt allein diese zwei Ticks mehr pro Kerze, zeigen komplett ein anderes Bild her. Also es gibt auch Leute, die verwenden 3 Renko-Charts. Die nehmen einen ganz großen Renko für die Trendübersicht, gehen runter, ein bisschen einen kleineren und dann ganz einen kleineren. Die machen das anstatt eines Minuten-Charts, Stunden-Charts, 4-Stunden-Charts zum Beispiel. Ja, also hier sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt, wie man es verwendet. Und das sollte man auch, also wie gesagt, ich bin ein Fan davon, dass man einfach Sachen probiert, die man kann sich ja anschauen, die dann einigermaßen gut funktionieren und mit denen versucht zu arbeiten. Ja, gut. Der Sascha meint, aktuell kann man es schön im Nasdaq am M15 sehen. Schauen wir mal, ob ich es auch sehe am M15, am Nasdaq. Ich denke, die Zickzack meint er nicht. Ah ja, das. Ich habe ja wirklich vor dem Webinar hier eine Long-Position drinnen gehabt am Demo-Konto und diese Kerze hat man die leider rausgehaut, weil ich wollte euch das zeigen, dass man hier einsteigen hätte können, einfach um zu bestärken, dass diese Linien einfach manchmal Sinn ergeben. Er hat mich hier aber dann rausgehaut. Ja, also man sieht es gut. Ja, man hat hier den Bounce nach oben gehabt zum VWAP, er ist runtergekommen zum Vortages. Schlusskurs VWAP und jetzt sind wir wieder da. So, und jetzt haben wir genau live die Situation. Was machst du? Es ist eben kein Gesetz, dass das Ding jetzt abprallt. Der kann durchgehen. Ist so. Ja, wenn man jetzt aber eine Strategie laufen hat, die einem vor Haus aus sagt, meine Strategie sagt jetzt da Short, dann kann man eben das zusätzlich mit reinnehmen. Also hier kann man sagen, okay, ich mache hier einen blinden Short und mache hier im Prinzip ein Stopp so oben drüber und wenn ich Glück habe, dann läuft er wieder darunter, dann habe ich natürlich einen guten CRV. Kann man machen. Ja, wie sinnvoll dass das ist, blind nach dem VWAP zu handeln, das sei dahingestellt. Ja, Fakt ist einfach, dass es hier immer zu ja
dass es hier immer zu Bewegungen kommt am V-Web, die das Ding meistens zumindest kurzzeitig abbremsen, und wenn man Pech hat, fährt er halt komplett durch auf. Ja, mit dem muss man rechnen. Aber man sieht es hier relativ gut, wie oft dass das eigentlich in den letzten paar Stunden funktioniert hat. Und hier haben wir eine Situation, das sieht man ja vorher nicht. Ja. Man sieht das, dann geht die Kerze hier rauf und dann glaubt man, haha, ja, wir sind hier negativ gerichtet, der V-Web ist alles negativ und da schaut man jetzt. Ja, das Gleiche, was wir hier jetzt machen, und hier nimmt er dich halt komplett mit. Ja. Aber wie gesagt, bei solchen Situationen ist es sinnvoll, ja, das Ganze zu tun. Ja, und dann laufen lassen. So, was haben wir noch? Ob es vom Daily Chart zum Stundenchart andere Einstellungen gibt, die man vornehmen müsste? Oder funktioniert das einfach so? Aufpassen. Also was funktioniert? Ja, also hier hat es wieder funktioniert. Das hätte aber genauso raufgehen können. Nein, und es gibt keine anderen Einstellungen. Wenn ich zum Beispiel den Stundenchart oder den 5-Minuten-Chart habe, dann nehme ich den Daily VWAP. Ja. Man kann sich jetzt da, wenn man einen längeren Zeitraum hat, wenn man sagt, man schaut sich die letzten 2, 3 Wochen an, kann man auch den Weekly VWAP dazu reinnehmen. Da müsst ihr halt einfach ein bisschen experimentieren mit der ganzen Sache. Danke für die Blumen. Der Markus fragt, abseits des VWAPs kannst du nochmal sagen, ab wann die neue Trade Copy Funktion, die Ablöse fürs Portfolio kommt, die ist schon da. Das Ding ist schon in der Latest Version. Ja? Also das kann schon in den Einsatz gebracht werden. Und gerne auch Feedback, ja, von der ganzen Geschichte. Danke, Jessica. Der Norbert fragt, ob ich für den Bund mit dem Renko runtergehen würde. Ja, logisch, weil der Bund einfach weniger Strecke macht. Ja, das Gleiche gilt aber auch für Anleihen. Die Dinger bewegen sich ja kaum, ja. Und wenn sich die Dinger kaum bewegen und ich habe eine zu große, also grundsätzlich, wenn ich beim Bund, was weiß ich, ein 20er oder ein 30er Renko habe, habe ich genau eine Kerze am Tag wahrscheinlich. Ja, also das muss man sich immer anschauen, zu dem Ganzen. Jawohl. Im Chartfenster links oben werden die Indikatoren angezeigt. Bei einem schwarzen Chart kann man das nicht lesen. Also höchstwahrscheinlich wird das hier gemeint sein. Ja, und bitte schlag mich nicht, wenn ich die Funktion jetzt nicht finde auf die Schnelle. Ich glaube Indikator Labels Color. Ja, hier ist sie. Also wenn ich einen schwarzen Chart habe, dann mache ich das Ding da oben weiß, und wenn ich einen weißen Chart habe, dann muss ich halt im Prinzip eine andere Farbe nehmen. Ja, also das lässt sich einstellen, das Ganze. Gut. Danke. Manu, da gibt es schon Feedback zum Trade Copier. Sehr gut. Sascha fragt, wenn der Break-Even-Button kommt, habe ich gute Neuigkeiten für euch. Ich habe es schon gesehen. Ich habe es leider noch nicht vorliegen, nicht mal in der Alpha. Es gibt eine Überarbeitung vom kompletten Trading-Panel. Es wird geben zwei neue Order-Typen, einen speziell für Kryptos. Und wir haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel, dass wir hier eine Limit Order setzen und die Limit Order mit dem Preis mit runter traden lassen können, und wenn der Preis rauf geht, werden wir eingestoppt über die Limit Order. Sowas wird kommen. Genauso wie der Trade, der Break-Even-Button hier in dem Bereich, der aber auch einen Hotkey bekommt. Das heißt, ihr könnt dann blitzschnell Break-Even stellen. Und was noch kommen wird, ist im linken Bereich hier oben, wenn man es haben möchte, man kennt es vom MetaTrader, diese Schnelltrading-Funktionen, wo man wirklich hier oben einen Buy-Sell-Button noch hat, den man sich aber auch selber konfigurieren kann und Features dazu oder wegschalten kann. Das wird dann so ein Ausklapptool werden, dann hat man das da oben. An dem wird auch gerade gearbeitet. Ob ich den Renko für den Bitcoin nehmen würde, diese Frage kann ich nicht beantworten, weil ich den Bitcoin genau nur hier im Webinar offen habe und auch keine Ahnung davon habe, von Bitcoin und Co. Aber ich denke, den Renko kann man für jedes
Asset nehmen. Und beim Bitcoin ist es halt so, der hat sehr viele Preisstufen. Also da muss man dann wahrscheinlich sehr große Renko, das muss man probieren. Ja. Der Nico fragt, ob wir den VWAP in den Dom bringen können. Wollen tue ich. Es hat bei den Entwicklern noch keinen Anklang gehabt. Ich hätte gern den VWAP auch im Dom, zumindest, dass man den im Profil sieht. Ja, also wenn es nach mir geht, wäre es schon da. Ich würde sagen, ich hoffe, ich habe euch das Wichtigste gesagt und nichts vergessen. Wenn ihr was vergessen habt, bringe ich das nächste Mal nach. Sollte es Fragen geben, gerne per E-Mail. Und sonst werde ich jetzt da mit meinen Ausführungen ziemlich am Ende. Ja, waren ja auch sehr, sehr viele Fragen. Ich glaube, das hast du ganz gut in eine Stunde untergebracht und auch nebenbei auch noch andere Themen bearbeitet. Sehr viele werden sich die Aufzeichnung definitiv nochmal anschauen und sich das nochmal in Ruhe anschauen. Hat schon Spaß gemacht. Vielen Dank für das Webinar, Michael. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die hier aktiv mitgemacht haben. Wenn Fragen noch im Nachgang sind, kann auch gerne an FXFET gestellt werden und wir leiten das entsprechend weiter. Und ansonsten würde ich doch sagen, wünschen wir doch einen schönen Abend, Michael, oder? Jawohl, schönen Abend, genießt die Zeit. Jetzt ist es noch ein bisschen schön zum draußen sitzen. Jetzt haben wir eh bald wieder Winter und dann wird es wieder ungemütlicher. So sieht's aus. Nicht vergessen, gleich 20 Uhr, FED-Entscheidung, Zinsentscheidung, könnte noch ein bisschen Bewegung reinbringen und Auch ansonsten. nicht vergessen, ich muss da einmal ins Wort grätschen, das mache ich nochmal nicht. Wir sind am Wochenende auf der WOT. Man kann auch mich treffen. Ich werde rund um den FX-Flat-Stand herumwuseln und wenn wer Fragen hat, ich stehe auch dort zur Verfügung. Ja. Da darfst du gerne reingrätschen, das hätte ich tatsächlich jetzt auch als nächstes gesagt. Aber dann ist das hiermit getan. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen zu sehen. Wir sind vor Ort und ansonsten viel Erfolg und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.